Hallo und herzlich willkommen zu Sea of Stars Teil 18. Wir sind jetzt auf der Gespensterinsel, also unserem eigentlich Zielort tatsächlich, wo wir diesen Eremiten besiegen sollen. Das heißt, da kommen auch die anderen, also die beiden Ausbilder, die wir damals aus Moon Cradle kennen. Und wir gehen jetzt in die Stadt Lucent. Also ich finde es ein kleines bisschen komisch, weil es hieß ja, niemand kommt von dieser Insel runter, aber allen ist bekannt, dass es diese Stadt hier gibt. Bin mal gespannt, ob sich das noch ein bisschen auflöst. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass das Spiel noch nicht vorbei ist, sobald wir den Eremiten besiegt haben. Da gibt es ja bestimmt dann einen Flashmancer noch irgendwann. Vielleicht geht es dann erst so richtig los. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit im Spiel. Auf jeden Fall. Aber kann ich natürlich nicht sagen. Vielleicht haben wir hier auch nur 8 Stunden oder 10 Stunden. Wer weiß. Kind, manchmal hört man Jubel und Applaus vom Fluss. Es ist wirklich seltsam. Ja, ich denke, wir gucken uns einfach auch mal die Häuser an. Rauben die Truhen aus. Was, das ist eine Fake-Truhe? Gemälde. Oh nein, nein, nein. Ihr bekommt den Inhalt meiner Truhe nicht. Wenn ihr ihn wollt, müsst ihr im Gegenzug meinen Bruder holen. Okay, also wir suchen ein Gemälde, oder was? Diese Villa und diese verfluchte Stimme haben mir alles genommen. Mein Sohn, meinen Mann und zu viele meiner Freunde. Wieso hat sie mich noch nicht gerufen? Das kommt bestimmt noch. Erstmal alles so ein bisschen untersuchen. Okay, wir können hier raus. Ein paar Kartoffeln sammeln, wenn es Kartoffeln sind. Oh, das sind sogar Gegner in der Stadt. Oder ist das ein Gegner? Nee, krass. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wo ist es? Wo ist es? Oh, hallo. Habt ihr meinen Turbo-Keks gesehen? Ich würde ihn jetzt wirklich gerne essen. Ich habe eine Keksdose, aber keinen Turbo-Keks tatsächlich. Bisschen creepy. Ist die tot? Das ist eine Sie, oder? Hätte ich gesagt. Wie auch immer. Oder ein Geist. Zombie. Ein Turbo-Keksbaum auf jeden Fall. Kriegt man wahrscheinlich wieder eine Regenbogenschnecke. Ich glaube, andere Belohnung gibt es hier auch nicht. Gemischtwarenladen. Können wir mal gucken, ob wir jetzt demnächst mal was einkaufen, wenn wir wieder eine Schmiede finden. Okay, sind genau gleich aus. Sucht ihr nach Items? Sucht ihr nach Ausrüstung? Ah, okay, da haben wir sogar die Schmiede. Gucken wir mal, Knochenrüstung. Oh ja, das ist ein ordentlicher Boost. Und wir müssen jetzt auch wirklich sagen, dass wir tatsächlich, also ich würde sagen, wir haben jede Kiste gefunden. Wir haben keine verpasst. Also ich muss wirklich sagen, dass wir hier Ausrüstung kaufen müssen. Geschnitztes Schwert, auch das. Boah. Macht's richtig viel stärker. Oha, ein Goldzahn. Preisermäßigung in allen Läden. Das ist halt die Frage. Das ist jetzt auch so ein Amulett. Aber das kann ja wohl, also das andere ist ja sowas wie Cheaten, verringert den erlittenen Schaden und negiert beim Wirken den Verteidigungsbonus des Gegners. Aber das hier klingt doch sinnvoll, oder? Sollen wir das Ding hier kaufen? Preisermäßigung in allen Läden. Ich glaube, das gucken wir uns an, oder? 225 kostet das Ganze. Geschnitztes Schwert kostet 80. Gucken wir mal, wie viel es... Oha. 10%. 10% Preisreduzierung. Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich. Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen was verkaufen. Saphirerz braucht man nicht. Ich glaube, wir verkaufen auch die alten Items. Also was das Geld betrifft, das ist schon ein bisschen knausrig. Wir haben jetzt nicht mega viel Geld oder so. Wir sammeln ewig und kaufen uns dann ein, zwei Items. Aber das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Es nervt mich nämlich immer, wenn man direkt unendlich viel Geld hat und es eigentlich scheißegal ist, dass man sich alles kaufen kann. Okay, geschnitztes Schwert kaufen und ausrüsten. Knappenschwert verkaufen und die Knochenrüstung jetzt ausrüsten für Valer Selasma mit seiner Magie. Seinem Magieschutz. So, schauen wir mal noch nach Items, aber ich glaube, hier werden wir eh nichts kaufen, oder? Rezept wäre natürlich, also das haben wir schon. Das haben wir schon. Wir könnten natürlich auch Zutaten verkaufen, aber irgendwie möchte ich das nicht.
Vielleicht brauchen wir das noch irgendwann. Okay, da ist die Taverne, das heißt, da geht es dann weiter. Dieser Brunnen hat schon bessere Tage gesehen. Immer schön die Früchte ernten. Stellt euch vor, jemand kommt in euren Garten und erntet erstmal eure Früchte. Es wird langsam ermüdend, sich immer nur zu fragen, wer der Nächste sein wird. Ich kann verstehen, dass die Leute ihre Zeit in der Taverne verbringen. Ich würde einfach mal gehen, also ich würde hier einfach auch nicht bleiben auf der Gespensterinsel. Okay, wenn sie halt nicht wegkommen, gell, wenn das stimmt und die wirklich nicht wegkommen. Ist da irgendwas? Das sieht so aus, gell, es gäbe da noch irgendwas. Alte, verstaubte Romane. Ich suche auch irgendwie nach einem Bild. Ah, guck mal. Eine Auswahl an Snacks. Ich finde nichts. Hier ist leider nichts. Aber wenn man hier wohnt, also weiß nicht, macht man dann Kinder? Wenn man genau weiß, dass die im Elend hier leben? Oder vielleicht ist das auch noch nicht so lang so. Erwachsene haben Angst rauszugehen, als würde das was ändern. Ich wollte in der Hütte auf der anderen Seite der Brücke, aber sie ist versperrt. Was dort wohl drin ist? Hier, oder was? Ist das die? Diese Brücke? Ne. Achso, das ist die Hütte. Der anderen Seite. Da brauchen wir wohl einen Schlüssel oder so. Habt ihr den Geist am westlichen Dorfrand gesehen? Ich werde diesem Ding nicht so nahe kommen. Ja, ein Geist ist es also. Kommen wir hier raus? Die Piraten meinten, sie wären in der Taverne. Wir sollten mal hingehen. Na gut, na gut. Aber erst schwimmen wir eine Runde. Da gibt es doch bestimmt noch eine hübsche Belohnung für uns. Ah, guck mal, diese Holzstämme. Damit schon ein paar gesehen. Da bin ich mir doch fast sicher, was es als nächstes gibt. Guckt euch die Holzstämme an. Da gibt es bestimmt so eine Art Enderhaken oder so. Das wird unsere neue Magie nach diesem Luftstoß. Das ist vielleicht eine Erdmagie oder so, mit der wir uns zu diesen Teilen ziehen können, bestimmt. Wenn es sie überall gibt, auf jeder Insel. Ich glaube nicht, dass das irgendwie zur Verzierung gehört. Und ich möchte jetzt endlich wissen, für was wir diese Regenbogenschnecken brauchen. Hier gibt es nicht viel zu tun. Welche Ironie, dass hier fast nur ein Topf serviert wird, wo wir doch alle in unserem Schicksal schmoren. Alle, die fortgehen wollen, werden einfach sofort gerufen. Ah, jetzt verstehe ich das. Alle, die die Insel verlassen wollen, werden von diesem Eremiten gerufen. Das ist das, was Yolante erzählt hat in der letzten Folge, als wir mit dem Schiff hierher unterwegs waren. Der ruft die und die müssen dann irgendwie zu dem kommen. Zum Eremiten und er isst die dann. Gut, das macht er glaube ich nicht, aber... Ich weiß nicht, wieso ihr hier seid, aber wie es aussieht, sitzt ihr hier jetzt auch fest. Das stimmt halt schon, wer geht schon hierher? Alle Bücher hier drin sehen extrem alt und langweilig aus. Also bei uns macht es natürlich Sinn, wir haben ja einen Auftrag, wir sind ja nicht irgendwer. Ein Krieger der Sonnenwende. Aber die anderen, alle anderen... So, okay. Das heißt Taverne und da gibt es bestimmt jetzt auch wieder ein Spiel. Ich denke, in jeder Taverne werden wir spielen können. Ansonsten wäre es ein bisschen komisch. Weil ich glaube nicht, dass es unendlich viele Tavernen gibt. Oh, ganz edel. Ganz edel hier. Wird mir begrüßt vom Edgar. Willkommen, neue Besucher in der ersten Phase des Sterbens. Erste Phase des Sterbens. Ist es wie diese fünf Trauerphasen? Leistet uns Gesellschaft und lasst euch auf die Weise helfen, die euch am besten entspricht. Ich werde euch heute Abend unterstützen. Seid jedoch den anderen Stammgästen gegenüber respektvoll und hilfsbereit und plaudert mit ihnen. Nehmt erstmal Platz. Möchtet ihr etwas essen oder trinken, damit euch die Beschwichtigungen leichter fallen? Hallo! Wir bringen gute Neuigkeiten, Wirt. Die Krieger der Sonnenwende sind hier, um den Eremiten zu besiegen. Aber natürlich sind sie das. Aber zurück zu meiner Frage. Benötigt ihr Speisen und Getränke als Ergänzung zu den Geschichten, die ihr euch selbst erzählt?
Cooler Tipp. Aber es ist wahr. Zweifellos. Es wird bestimmt alles so kommen wie mein jüngster Ausflug nach Prisk. Oh, er war wunderbar. Zum dritten Mal. Braucht ihr noch irgendwas? Wen juckt's, ob er uns glaubt oder nicht? Wir bräuchten ein Zimmer für einige Tage. Natürlich, so wie die meisten Kurzzeitgäste. Hey, wir sind wirklich hier, um die Insel zu läutern. Wir warten bloß noch auf die anderen. Absolut, und ich bin freiwillig hier. Viel Spaß in der ersten Phase des Sterbens. Möge sie das Unvermeidliche aus eurem Verstand tilgen. Was ist die erste Phase? Leugnung oder so. Irgendwie sowas. Die Wahrheit zu leugnen. Wo wir gerade von Spaß reden. Gerade ist eine Musikgruppe eingetroffen. Die Show beginnt gleich. Oh, wir kennen sie bereits. Wir baten sie, uns zu eurer Insel zu bringen. Das ist schon auch krass, dass die einfach mitkommen, oder? Wenn die genau wissen, man kommt von dieser Insel nicht runter, dass sie direkt sagen, ja, wir vertrauen den beiden Sonnenwendkriegern. Die werden das schaffen. Oder die planen was anderes. Die planen bestimmt noch was anderes. Tja, das ist offenkundig wahr, keine Frage. Ich bewundere eure Fähigkeit des Heuchelns. Ihr passt perfekt hierher. Geiler Tipp. Hoffentlich wird das unser nächster Begleiter. Euer Zimmer wird gerade vorbereitet. Sagt Bescheid, wenn ihr zu Bett gehen wollt. Bester Kerl. Autsch. Diese armen Leute hier sind völlig abgestumpft. Es scheint, sie könnten nicht mal mehr die Realität akzeptieren. Gut, dass wir hier sind, um das zu beenden. Zumindest sobald die Sonnenfinsternis da ist. Und Verstärkung. Ich bin sicher, ihr zwei schafft das. Ich bin mir sicher, dass es nur wir zwei, also dass es tatsächlich nicht, dass die anderen nicht kommen oder dass das mit denen irgendwas passiert. Hey, Kinefen, hat ein Akkordeon. Klar, bei denen. Moment, junger Mann, das hier ist eine Konzertina. Hört mal her, ihr Maden. Wir sind die Piraten, die eines Tages die Abendliche erobern werden. Oh ja, so wird es kommen. Wir haben unseren Preis schon lange vor Augen und unser Plan wird jeden Tag ausgeklügelter. Und jede Nacht sehen wir sie in unseren Träumen. Ich kann jederzeit hier fortgehen. Jederzeit. Hey, das ist mein zweiter Vorname. Wir leben für das Abenteuer und neue Horizonte. Kapitäns Ehrenwort, eines Tages segeln wir selbst auf der See. Was Kapitäns Ehrenwort, das kann sie doch gar nicht sagen. Ja, oha, guck mal, was sie gesagt hat. Das darfst du gar nicht. Jolande! Hi, Kapitänin. Entschuldigung, Kapitänin. Sie könnten jederzeit aufbrechen. Das Problem ist eindeutig nur, dass sie kein Schiff haben. Wenn es hart auf hart kommt, spielen wir gern ein Liedchen. Es geht ungefähr so. Oh, krass. Den Oktopus, der spielt. Also, was Gal angeht. Ja, er kann den Eremiten nicht mit uns bekämpfen. Aber denkst du, wir haben einen Fehler gemacht? Ich meine, es ist schön, dass er hier ist, nur... Ich weiß, ich würde mir nie verzeihen, wenn wir ihn nicht schützen könnten. Ach was, Gal hat es. Spitze, ihr seid der Wahnsinn. Den müssen wir einfach mitnehmen immer, dass wir sane bleiben und nicht verrückt werden. Wenigstens hat er Spaß. Ich habe auch viel über die Läuterung nachgedacht. Ja, ich bin froh, dass wir nicht das Kommando haben. Ich dachte, die Welt zu retten wäre glamourös und ruhmreich. Aber was diese Leute durchmachen mussten, ist ein wenig zu real. Nun, ein Grund mehr, unser Bestes zu geben, oder? Stimmt. Also, was jetzt? Wir machen Pause, schätze ich. Das klingt mal schräg. Ja, versuchen wir das hier zu genießen. Also die letzte Pause, die wir sozusagen einlegen. Oh, was? Track Nummer 7. Zufälliges Lied. Warum kann ich das? Kann ich das hier vorne ändern? Fangen wir mal mit Track Nummer 1 an, oder? Ah, das sind die Lieder, die wir bisher kennen. Macht ja auch Sinn.
Gucken wir mal, was wir dann wählen. Bereit fürs Bett? Nein, 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 noch nicht. Wir reden mit allen erstmal. Was ist deine Konzertina? Das ist großartig. Das nenne ich mal gute Musik. Was erzählt die hier? Ich bleibe nur hier in Lucent, um bei meinen Freunden zu sein. Na klar, wie wir alle. Wow, eine wirklich gute Show. Genießen wir sie, ehe die Band zur nächsten Insel weiterzieht. Vermutlich schon morgen. Ist das dein Ernst? Viele neue Gesichter heute. Offenbar wollen alle nach Lucent. Und ich verstehe auch wieso. Hier ist es wunderbar. Noch eine Runde, bitte. Da schläft jemand. Ist einfach nichts sagt. Was ist nur mit der? Na, soll ich mal den Bass schlagen, Kumpel? Ja, zeig uns deine Oberarme. Kennt ihr meinen kleinen Freund hier? Großartiger Flötist. Musik, damit kenne ich mich aus. So, aber viel zu tun gibt's nicht. Nur gegen dieses, ist das hier ein Geist? Wahrscheinlich gegen das Geistmädchen spielen. Räderspielerin. Will jemand eine Runde Räder spielen? Championspiel. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir es noch hinkriegen. Ah, wir haben ja jetzt den Bogenschützen. Tatsächlich keine Ahnung, ob wir den verwenden sollen. Magier, Bogenschütze. Was kann der? Der ist auch. Der ist ein bisschen schneller als der Magier, gell? Vielleicht soll ich mal kurz gucken. Ganz kurz nur, was er kann. Bogenschütze. Stark gegen Kronen, schwach gegen Bollwerke. Der Pfeil fliegt in einer Höhe von 3 Einheiten und trifft die Krone, wenn das Bollwerk 2 oder weniger Einheiten hoch ist. Okay, ich glaube, den probieren wir einfach mal aus. Wir nehmen einfach einmal den Bogenschützen und wir nehmen den Krieger, glaube ich. Der Krieger war eigentlich cool. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann bald neue Räder kriegen. Bisschen Erfahrung oder soll man... Ne, komm, wir gehen hier direkt... Wenn wir schon mal 4 Stück haben. Sehr gut, oder? Würde ich sagen. Direkten Angriff. Zack. So muss es sein. So stelle ich mir es vor. Eigentlich ist es echt ziemlich gut. Boah, jetzt die Frage. Machen wir so weiter? Wir haben hier halt zweimal Erfahrung, gell? Ich weiß nicht, was strategisch schlauer ist. Angriff reicht es halt leider gerade so nicht. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas aufbauen sollen, ob das Sinn macht. Ich glaube, wir gehen jetzt erst auf den. Vielleicht macht es auch Sinn, beide gleichzeitig fertig zu bekommen. Also ich weiß nicht, wie gut wir das hinkriegen, aber so rein vom Prinzip. Ach, wobei, jetzt haben wir halt... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Greif mal mit dem an, was soll's. Ja, da ist halt unser Krieger echt schlecht, wenn ein Bollwerk ein bisschen dasteht, gell? Also wir können es zwar runterreißen, aber wir können dann halt nicht mehr auf die Krone. Boah. Also unser letztes Rad ist halt auch wirklich, wirklich schlecht. Okay, eine Höhe von 3 hat der Bogenschütze, gell? Das heißt, noch schießen wir drüber. Oh ja, oh, das ist krass. Komm, können wir jetzt zweimal angreifen? Nee, es geht, glaube ich, nicht drüber, gell? Aber er schießt. Drüber, sehr schön. Und den Silberbogenschützen. Direkt nochmal, oder? Aber jetzt, komme ich jetzt überhaupt noch drüber? Wir sehen es gleich. Was, Höhe war 3, gell? Boah. Oh, ich bin fast tot. Ich glaube, das war strategisch echt schlecht, was ich gerade gemacht habe.
Trotzdem voll drauf, oder? Ich meine, der Magier wird hoffentlich nicht ready. Und wir können nochmal angreifen. Kriegen den auf Gold. Und machen, besiegen ihn, wenn wir jetzt drüber schießen, oder? Ja, nice. Kein Problem für uns, Freunde. Sieg. Was kriegt man jetzt? Jetzt kriegt man wahrscheinlich den Dieb oder was auch immer das ist. Oder neues Rad. Hey, ihr habt gewonnen. Glückwunsch. Hier ist euer Preis. Jawohl, ein Bronzerad. Was macht das? Das sieht jetzt wahrscheinlich ein Rad der Stufe 1. Kupfer, Bronze, Silber, Gold, Platin, wie auch immer. Ich möchte nicht nochmal spielen. Ich will es nur kurz anschauen, wie das Rad aussieht. Wahrscheinlich können wir es nicht aussuchen, oder wir haben einfach das Rad. Oder bringt es uns gar nichts jetzt? Das sieht halt überhaupt nicht besser aus, oder? Oh krass, was ist das? Das Baumeister da links oben. Also steht da einfach nichts dabei. Ich schätze mal, dass es einfach ein bisschen mehr bringt, ein bisschen mehr aushält. So, sollen wir uns jetzt schlafen legen oder hören wir jetzt hier auf? Ich würde sagen, wir hören hier auf, weil ich glaube, wenn wir dann schlafen, wird irgendwas passieren. Gucken wir einfach mal, was in der nächsten Folge passiert und wohin wir dann gehen. Also ob wir dann hier überfallen werden in der Nacht. Ich glaube, da passiert jetzt noch irgendwas. Irgendwas Fieses. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob die anderen kommen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Unsere Leute, die halt uns ausgebildet haben. Die Ausbilder, der Kerl und die Frau. Irgendwie glaube ich, wir müssen es alleine regeln. Ich weiß gar nicht, ob wir den Eremiten besiegen werden. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.